Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was Besonderes. Denn ich habe mir gedacht, wie schnell kann man eigentlich aus der Highschool fliegen? Und dafür haben wir natürlich einen Test-Sim. Und sie ist natürlich Teenagerin. Denn es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man einfach aus der Highschool fliegen kann, wenn man zu viel Scheiße baut. Ich hatte persönlich privat einen Sim. Die hatte immer eine 1, permanent. Und ist trotzdem rausgeflogen, weil sie immer schelmische Interaktionen ausgeführt hat und Streiche gespielt hat. Deswegen bin ich gespannt, wie schnell kriegt man das eigentlich hin? Kann man es vielleicht schon am ersten Tag schaffen? Um uns das Ganze zu erleichtern, habe ich ihr Level 10 der Schelmfähigkeit bereits gegeben, damit wir alle Interaktionen durchführen können. Weil es gibt wirklich viele Dinge, die man tun kann. In einer Highschool. So, wir machen natürlich mit, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe jetzt keine neue Schule platziert. Aber das soll uns auch nicht interessieren. So, wir platzieren erstmal direkt eine Stinkkapsel. Dann können wir einen Streich am Whiteboard spielen. Das ist, glaube ich, eine der ersten Sachen, die man so ausführen kann. Die Stinkkapsel, daran können die auch sterben. Deswegen ist das, glaube ich, eine Sache, die erst später freigeschaltet wird. Oh, der Arme, ey. Es tut mir ein bisschen leid, Jeb. Aber ich glaube, da kriegen wir auch schon direkt Stress. Wir werden den Unterricht aber auch nicht besuchen. Sie platziert hier einfach nochmal eine. Also eine Stinkkapsel. Und man kann auch die Schullautsprecher hacken. Das machen wir dann auch noch. Sie ist schon richtig verspielt. Sie liebt alles daran. Ansonsten können wir natürlich typische Toilettenstreiche benutzen. Es ist einfach nicht aufgefallen, dass sie nicht im Unterricht war. Wir führen einfach so viele Streiche durch, wie wir können. Das heißt, wir gehen auch nochmal ans Whiteboard etc. Nein, du bereitest dich nicht auf den Unterricht vor. Das ist hier nicht deine Aufgabe heute. So, dann geht sie pinkeln. Kann sich meinetwegen auch was zu essen bestellen. Weil ich meine, eigentlich ist es gut, wenn sie dabei erwischt wird, dass sie nicht im Unterricht ist. Okay, hier werden wir erwischt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Sie hat uns einfach... Wir haben einfach den Direktor irgendwie erfolgreich überzeugen können. Was ist mit diesem Akku falsch gelaufen? Ich nehme seit 7 Minuten auf. Wieso ist dieser Akku schon wieder fast leer? 7 Minuten! Ich wusste nicht mal, dass man sich aus den Konsequenzen rausreden kann. So, und dann gehen nach Hause und dann gucken wir, wie es morgen aussieht. Kaylee hatte einen ganz schlechten Tag. Sie hätte auch direkt vom Unterricht fernbleiben können. Sind wir ja auch. So, let's go. Für Prüfungen lernen. Wie sehen wir denn aus? Nope, du gehst nicht in den Unterricht. Lalalalalala. Eleanor, nein. Und die nächste Stinkkapsel. Oh, sie hat uns endlich mal gesehen. Oh, diesmal klappt die ihre Ausrede nicht. Wir verhalten uns anscheinend nicht gut. Was passiert, wenn man die Strafe nicht... Also, wenn man daran nicht teilnimmt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann duschen wir halt mal hier in Ruhe. Als ob ich keine Konsequenzen dafür kriege, dass ich nicht bei der Strafe war. Auf geht's zum nächsten Tag. So, wir werden wieder erwischt. Kaylee sollte sich am Riemen reißen, denn sie steht kurz davor, rausgeworfen zu werden. Oh, oh. Können nicht in den Unterricht. Wir haben zu tun. Es juckt halt gerade auch gar keinen, ne? Ich lieb's aber auch. Okay, ich denke aber, wenn wir jetzt noch einmal erwischt werden quasi, dass wir dann rausfliegen. Da habe ich wohl den Staub noch aktiviert gehabt. Huch! Naja, kannst du ruhig chillen, kleine Wollmaus. Nie wird man hier erwischt. Mann, oh Mann. Ah, doch jetzt. Aber sie kriegt noch nicht mal Stress dafür, dass sie eine Stinkkapsel platziert. Rausgeflogen! Schlechte Neuigkeiten. Kaylee wurde aus der Highschool geworfen. Sehr schön. Es hat jetzt 4 Tage gedauert. Also man kann in einer Sims-Woche auf jeden Fall aus der Highschool fliegen. Aber ich glaube, die Streiche machen weniger aus, als vom Unterricht fernbleiben. Was wild ist, weil meine Simmerin ist ja durch die Streiche rausgeflogen, weil sie hat den Unterricht immer besucht. Aber ja, ich habe jetzt so ungefähr 20 Minuten gebraucht. Läuft auf jeden Fall. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das war mal ein witziges Experiment. Zurzeit macht es mir sehr viel Spaß, irgendwelche wilden Sachen in Sims zu machen und auszuprobieren in Videos. Deswegen denke ich, dass es in Zukunft noch ein bisschen öfter sowas geben wird. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!